Und auch heute ist bei uns im Studio Marianne Grunden. Marianne, wir haben es gerade schon mehrfach gehört. Die Lage ist sehr dynamisch in der Ukraine. Wie ist denn die aktuelle Lage? Wie ist die Front? Wo ist die Front? Na, tatsächlich macht die Ukraine immer weiter Fortschritte und das trotz der Teilmobilmachung in Russland. Tatsächlich schauen wir uns das Ganze aber mal auf der Karte an. Denn die Ukraine, die macht immer weiter Fortschritte, schafft es, ihre Truppen weiter ins feindliche Gebiet, in das von Russland annektierte Gebiet reinzubringen. Und zwar insbesondere in Luhansk, in Donetsk und auch in Cherson rücken die Ukrainer teilweise mit Geschwindigkeiten von 10 bis 20 Kilometern pro Tag vor und schaffen es auch, hier am Dnipro Dörfer zu befreien und diese Gebiete für sich zu sichern. Tatsächlich gibt es aber einen weiteren Punkt, der strategisch enorm wichtig ist, der aktuell noch von den Russen gehalten wird, wo die Ukrainer aber auch weiter drauf vorrücken, und zwar das Stauwerk Nova Kachowka. Dort ist es so, dass das gesichert wird, um die Wasserversorgung der Krim eben zu kontrollieren. Also für beide Seiten ein enorm wichtiger, strategisch wichtiger Punkt. Auch ein Wasserkraftwerk ist dort und eben auch die Überquerung des Dnipro ist dort möglich. Das ist ganz schön schwierig, denn die Ukraine hat einerseits genau diese Gegend lange beschossen, damit die Russen keinen neuen Nachschub über den Dnipro bringen können. Gleichzeitig haben die Russen jetzt bei ihrem Rückzug diese Brücke, diesen Staudamm, diesen Übergang eben gesprengt, um zu verhindern, dass die Ukrainer sie weiter verfolgen. Aber genau wie diese Taktik der Ukrainer auch funktioniert, das schauen wir uns jetzt noch mal im Detail an. Die Ukrainer versuchen, die Russen immer wieder anzugreifen. Und zwar funktioniert das hier mit kleineren Fahrzeugen, kleinen gepanzerten Fahrzeugen, die durch diese Feindeslinie durchstechen und die Russen gewissermaßen umzingeln. Das sorgt bei den Russen immer wieder für ziemlich große Panik. Heißt, die Russen können weder vor noch zurück, wissen nicht genau, ob sie den Feind hinten oder vorne angreifen wollen. Dann, wenn diese Verwirrung, diese Nervosität bei den Russen erzeugt ist, beschießen die Ukrainer die Russen und vernichten eben so das Material oder übernehmen es tatsächlich für ihren eigenen Kampf. Das ist eben diese Taktik, dieses Hervorstechen mit erstmal kleinen Fahrzeugen, diese Linien zu durchkreuzen, mit der die Ukrainer im Moment ziemlich großen Erfolg haben.